Herzlich willkommen zum Hellerbach Konjunktur- und Kapitalmarktausblick. Das Motto in diesem Jahr ist die Bergwelt. Es ist die große Unsicherheit, es ist die Angst von vielen vor den Risiken in der Bergwelt. Und so war das auch bislang im Jahr 2023. Viel Unsicherheit, Angst vor der Gasmangellage im ersten Quartal und Absturzrisiken. Aber unser Hauptszenario ist nicht der Absturz. Das Hauptszenario ist die Gratwanderung. Und die Gratwanderung ist natürlich auch eine Herausforderung, nämlich man kann rechts und links abstürzen. Und die Risiken sind einmal die Rezession und die Risiken sind einmal die Wiederaufflammung der Inflation. Und je höher die Inflationsraten sind, desto nervöser werden die Notenbanken und erhöhen die Zinsen und das wirkt dann die Konjunktur ab. Das ist die größte Gratwanderung, in der wir uns im Jahr 2023 bewegen. Trotzdem ein relativ positives Szenario, weil es kein Absturzszenario ist und das sehr positive Szenario, die Familientour, mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 10%, weiter eher unwahrscheinlich. Inhaltlich. Was sind die inhaltlichen Faktoren, auf die wir gucken müssen im Jahr 2023 und auch in den letzten drei Monaten noch? Wir haben das in unserer Bergsprache in die sieben Wege gebettet. Und dann sieht man China, Risiken mittlerweile nicht mehr aus Null-Covid, sondern vom Immobilienmarkt. Auch da eine Gratwanderung. Die Lieferkettenproblematik ist weitgehend weg. Also da gehen die Risiken zurück. Preise. Die Raten gehen zurück, die Spitzen haben wir längst gesehen, aber wir haben noch 4,5%. Wie schnell geht es weiter runter? Es wird spannend im nächsten Monat. Ukraine-Krieg, auch das ist eine Gratwanderung. Die Stimmung, die ist eher schwach. In den meisten Segmenten geht es noch nach unten, insbesondere in Deutschland. In Deutschland ist die Stimmung schlechter als in anderen Ländern. Und auch schon im letzten Jahr hatten wir eine Rezession für Deutschland prognostiziert, während wir das für die Eurozone und viele andere Länder nicht gesehen haben. Da sind die Risiken besonders hoch. Die Belastung von den Zinsen ist da. Die spannende Frage ist jetzt, kommen noch mehr Zinserhöhungen oder war es das? Und worauf ich immer gerne wieder hinweise, wichtig ist für strukturelle Veränderung die Innovationstätigkeit und da auch hinkt Deutschland gerade hinterher. Nichtsdestotrotz ist die Gratwanderung das Szenario in den ersten Monaten gewesen und ich glaube, es wird auch das Szenario noch in den letzten Monaten werden. Und wenn wir nochmal gucken, was haben wir prognostiziert für das Gratwanderungsszenario, ein Anstieg der Zinsen bei den 10-Jährigen, auch bei den Leitzinsen. Die Notenbanken haben noch mehr gemacht, als wir erwartet hatten, also da kam mehr. Der DAX war anfangs so dynamisch, dass er unsere Prognose von 16.000 Indexpunkten sogar schon überschritten hatte. Er schwächelt im Moment, sollte sich in den nächsten Monaten aber vermutlich erholen. Gold ist im Moment genau da, wo wir es vor ein Jahr prognostiziert hatten. Immobilienmärkte, das weiß jeder, die sind schwach und das war auch das Szenario Gratwanderung und der Euro schwächelt im Moment auch mal wieder zusammen Hand in Hand mit den Aktien, weil die Unsicherheit über den Krieg in Israel gerade über den Märkten liegt und entsprechend ist der Dollar stark und der Euro wieder etwas schwächer, aber er ist stärker als vor einem Jahr, also im Rahmen der Prognose. Das hat bislang ganz gut gepasst. Die nächsten drei Monate werden spannend. Aber viel spannender ist natürlich die Frage, wie wird es im Jahr 2024? Und das präsentiere ich am 9. November.